Servus. Smoker ist da. Ein paar haben es schon vermisst und jetzt schauen wir das mal an. Also das Volk, was wir jetzt durchschauen, habe ich das letzte Mal durchgeschaut vor vor sechs Monaten. Vor gute 6 Monaten habe ich das Volk das letzte Mal durchgeschaut. Ich habe es nur einmal kurz geöffnet. Die Winterbehandlung, Oxalsäure träufeln und das war es eigentlich. Und jetzt bin ich gespannt, was da drin passiert ist. Also die haben absolute Narrenfreiheit gehabt. Das ist ja mein Indikatorvolk. Da, wo ich einfach mal schaue, was passiert, wenn man es einfach machen lässt und nur die allernötigsten Eingriffe zur Schwarmsaison, Schwarmverhinderung. Sonst nichts. Gar nichts. Ja? Gott, die Sonne. Ist ja Wahnsinn. Ja, Smoker brennt. Ich hole mir jetzt noch Handschuhe. Jetzt weiß ich nicht, wie macht man das. Ich hebe am besten den oberen Raum runter. Stellen ihn hier her auf den Tisch. Ich glaube, das ist eine Option. Also der Tisch bleibt hier nicht, sondern ja, der steht jetzt einfach mal kurz hier. Der Tisch, der hat einen anderen Sinn. Aber das kommt noch. Das kommt noch. So, ja. Yeah. Naja, man merkt einfach, dass die Handschuhe schon 3 oder 4 Jahre alt sind. So. Aber dass sie nicht klebt in den Händen, passt. Dann drehe ich mal die Kamera. Wir schauen euch. Oder ich mache gar keinen Cut. Ja. Es wird ein. Der Tisch steht nicht ideal, muss ich sagen. So. Passt. Ich drehe euch mal. Da seht ihr gleich das, was ich sehe. Da bin ich wirklich gespannt. Ich weiß ja nicht, wie die Ladies drauf sind. Machen wir mal zu. Weil das ist immer ganz böse, weil da stehe ich genau auf Nasenhöhe. Das Mikrofon habe ich auch noch da. Das lieben sie ja sowieso so gerne. Aus dem Grund machen wir mal die Luke dicht. Okay. Bienen sind schon mal da. Aber ich glaube, zur Durchsicht hebe ich das Ganze runter. Ich muss nur erstmal hier diesen Sensor rausnehmen. So, einmal. Den nehmen wir hier runter. Dann die Zarge knacken und dann traue ich sie rüber. Und dann stelle ich euch auch mit um, hier rüber. Machen wir kurz hier ein bisschen Platz. Wieso ich meinen ganzen Schleier anhabe, also mein Overall. Da sind die Rämpchen untereinander verkittet. Okay. Jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen an Rauch. Wenn sie schon so ruhig sind, wollen wir es gar nicht eskalieren lassen. Bisschen von oben, bisschen von unten. So, ich hoffe, das Volk ist auch Weißel richtig. Das weiß ich logischerweise auch noch nicht. Oh ja. Böse zusammengebaut. Puh. Dann schauen wir uns erst mal das hier unten an. Vielleicht, also warte mal, ich stelle euch mal so her, genau. Vielleicht schafft man es ja auch, dass wir das Volk auf eine Brutwabe runterkriegen. Das wäre eigentlich, also auf einen Brutraum. Das wäre eigentlich schön. Und dann schauen wir uns gleich mal die Waben an. Ob wir nicht eine Wabenhygiene brauchen. Randwabe, die ist leer. 2 Bienen drauf. Okay, das ist schon mal gut. Haben wir schon mal 2 Rämpchen draußen. Futter. Stellen wir mal hierher. Also ich werde das Volk jetzt im Prinzip einmal komplett zerlegen. Ah, jetzt weiß ich, was da so brennt an meinen Füßen. Ich stehe an die Brennnessel. Sehr schön. Puh. So, knacken wir mal die hier. Also ich sehe schon, durch das, dass sie oben auch sind, sind die eigentlich wie so ein Schlauch. Da ist der andere Sensor komplett eingebaut. Futter. Also Futter haben die Ladies genug. Kommt auch raus. Dann haben wir hier nochmal Futter. Kommt auch raus.
dann werden wir das schon wieder schön zusammenbauen können. Hier haben wir nochmal Futter. Der Boden ist auch gar nicht so schmutzig. Haben sie das meiste schon selber sauber gemacht. Boah, die ist bleischwer. Da ist nochmal Futter. Uah. Und frischer Nektar. Okay. Dann hängen wir das mal hier ganz am Rand her. Also die ist richtig voll. Die ist richtig schwer. Aber bis jetzt. Warte mal, ich drehe mal die Kamera noch ein bisschen weiter. So. Dann könnt ihr besser mitschauen. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Pollen hier drum, alles voll mit Pollen. Die Rähmchen kleben gar nicht so schlimm. So, jetzt rutscht man das mal hier rüber. Dann machen wir gleich mal die zwei hier oben sauber. Machen wir ein bisschen Rauch, dass sie die Köpfe einziehen. So. Komm, geh weg. So. Dann schauen wir uns mal die nächste an. Ah ja, hier haben wir Drohnenbrut. Ich hoffe, ihr seht es. Ich sehe es leider nicht am. Ich muss mal ins Mokko woanders hin tun. Puh. Aber wahrscheinlich ist es egal, wo ich ihn hinstelle, weil der Wind sowieso wieder dreht. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Also, hier haben wir Drohnenbrut. Und auch schon kurz vorm Schlupf. Die sind kurz vorm Schlupf. Arbeiterinnenbrut, also das Volk ist gar nicht so stark. Mal schauen, ob wir die Königin auch entdecken. Das ist alles Naturwabenbau, ihr seht es, die haben trotzdem schön bis rum gebaut, also schaut doch nicht mal so schlecht aus. So, auseinander. Schauen wir uns das an. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist ein schönes Brutnest. Das ist wirklich komplett voll. Die Waben, naja, müssen wir schauen, bis zum Ende des Jahres sollten die raus. Das sieht auch gut aus. Sieht auch schön aus. Ich sehe keine Unregelmäßigkeiten, also irgendwas, was mich stören würde. Außer jetzt hier der Überbau. Da ist Honig und Nektar eingelagert, was sie frisch eingetragen haben. Ich hole mal ein bisschen Rauch. Hey Leute, und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst hier unten ein kostenloses Abo da und nicht vergessen, die Glocke sofort wieder aktivieren. Um, ja, da ist Pollen, da ist alles mit dabei. Wackelt jetzt ein bisschen. Die Konstruktion steht nur auf einem Eisenrohr, also alles komplett. Vom Gewicht her trägt es locker, aber es schwingt halt, es wackelt. Die Bienen stört es überhaupt nicht. Ah, schaut mal her, Wachsmotte. Und der Sensor ist definitiv nicht mehr angeschlossen, definitiv. So, jetzt ist er wieder drin. Dann schauen wir uns das nächste Mal an. Aber das sieht gut aus, dass wir alles hier auf den einen Brutraum runterkriegen. Sie sind sehr ruhig bis jetzt noch. Komm, geht's mal weg. Wir wollen keine quetschen. Hier ist auch Drohnenbrut. Und hier auch. Das heißt, das Flugloch, ohne dass ich jetzt, ich weiß ja, wo das Flugloch ist, aber das Flugloch ist immer da. Also wenn man das durchschaut, wo die Drohnenbrut ist, beziehungsweise umgedreht. Ja. In der Regel ist ja erst das Flugloch da, dann die Drohnenbrut. So, dann das hier. Die Randwabe. Nicht alles glauben, was der sagt. Tschüss. Okay, das ist komplett Pollen und leer. Komplett Pollen und leer. Naja, nehmen wir es mal raus oder nicht? Nehmen wir es mal raus.
dann gehen wir rüber auf den anderen Tisch. Das wäre das Schöne für einen Ableger. Aber die ist schon ein bisschen dunkel. Naja. Gut. Stellen wir auch mal hier. Dann schauen wir uns das mal an hier. Also, das ist alles frisch. Oh, da war auf jeden Fall eine dabei, die ist etwas gereizt. Die fliegt mich gleich sehr, sehr böse an. So. Ah, die nutzen das als Honigraum. Hier ist wirklich nur Honig drin. Weil die Zage war eigentlich leer. Die war komplett leer. Aber gut, sie finden ja. Im Moment finden sie sehr gut bei mir hier. Ja, so. Oh. Aber das ist Futter. In der Mitte ist Futter. Man sieht es ja, wenn man es mal anschaut, wie das verdeckelt ist. Wenn man es mal genau anschaut, wie das verdeckelt ist. Das ist so unregelmäßig. Das ist eigentlich ein ziemliches gutes Zeichen für Zuckerwasser. Also Futter. Dann haben wir hier nochmal Futter. Oh, und hier ist schon bestiftet. Hier hat die Chefin schon rauf bestiftet. Hier auch. Ah, hier ist die Chefin. Hier ist sie. Eine schöne, eine richtig schöne. Ja, wer piepst denn hier? Also hier ist die Chefin. Die hänge ich jetzt schon mal rüber. Da rein. Weil wir wollen sie ja alle runterdrücken. Also wir wollen ja alle in einem Brutraum haben. Und jetzt schauen wir, was wir rauskriegen am Futter. Komplett Nektar. Alles Nektar. Guck mal, ich stelle mal ein bisschen höher. Das ist alles Nektar. Komplett frisch. Okay. Das könnte man im Prinzip dann lassen, wie so eine Art Honigraum. Ja, hier sind auch Stifte drauf. Die hängen wir gleich rüber. Das ist eine recht große, relativ viel Futter. Aber hier komplett bestiftet. Und hier auch. Warte mal, ich gehe mal näher ran, vielleicht sieht man es. Hängen wir auch rein, aber mehr an den Rand. So für die zweite Wabe hätte ich das mal vorgeschlagen. Schauen wir mal die hier noch an. Ob da auch Stifte drauf sind? Nein. Hier ist wirklich nur Futter. Nur Futter. Hier ist Pollen und Nektar. Das würde ich sagen, äußerste Wabe. Wenn wir es ihnen nicht wegnehmen. So. Dann fehlen uns noch 2, 4, 6, 8. 2 Waben, wo wir mit rübernehmen können. Also die hätte ich rausgemacht. Für die Ableger. Auch viel Nektar drin. Ist ganz frisch Nektar drin. Das ist ganz, noch gar nichts, das muss ich sortieren. Das gehört so, so, so. Dann schauen wir, was wir mit der hier tun. Dann kriegen sie die hier. Die drehen wir aber mit der Nektarseite nach außen. So, mitten ins Brutnest. Lalalala. Jetzt brauchen wir noch eine. Welche nehmen wir? Die hier. Die hier. So. Jetzt wäre eine zweite Kamera geil. Eine links, eine rechts. So, dann ist das fertig. Das lasse ich Ihnen. Kommt um am Rand oder ich tue es raus. Ich tue es raus. Das wird für Ableger. Auch das Futter, was da steht jetzt, das kommt auch raus mit dem Pollenbrett, auch für Ableger. Kann man immer brauchen, ja. Kann man wirklich immer brauchen, das Zeug hier. Da ist ein richtig schönes Pollenbrett. Und
Und sobald sie es ausgeräumt haben, kommen die raus. Jetzt muss ich nur schauen, weil ich brauche dann frische Waben. Weil die hier kommt ja auch raus. So. Die kommt auch raus. Die stellen wir jetzt auch mal schnell hierher. So, jetzt haben wir da oben eigentlich nur noch frische Waben. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Aber hier sind ja... Ich muss nur hier schnell den Raum herunterheben. So. Jetzt hätten wir das Bein so richtig schön in das Gesicht geschlagen, das Zeug. Hier haben wir schon mal das Absperrgitter. Absperrgitter. Da muss ich auch den Oberträger noch ein bisschen sauber machen, habe ich gerade gesehen. Dann hole ich noch, ich stelle euch mal dahinter. Dann seht ihr alles, was ich tue. Ja. Lalalala. So, jetzt brauchen wir bloß noch Honig dran. So, oi, oi, oi. Hier haben wir doch. Hier haben wir doch einen vorbereiteten Honig dran. Vorbereiteter Honigraum. In der Mitte ist ausgebauter Teil und der Rest ist einfach Natur. Pur, da ist eine Spinne drauf. Da ist eine Spinne. So, aber was machen wir mit euch? Euch klopft man dann da rein. Weil die Zage nehmen wir mit runter, die wird gereinigt. Einmal. Dann geht's runter. Hopp, hopp. Dann schaben wir das mal schnell ab hier. Dass ich das Absperrgitter auflegen kann. Weil dieses Jahr hätte ich vor, dass ich es wieder ein bisschen normal führe, das Volk. Also imkerlich. Komm. Ja. Geht's weg. So. Aber sie sind wirklich brav. Jetzt kommt der Wind wieder. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich den Anzug anhabe, den ganzen. Weil der kalte Wind ist mir, mit Pulli ist es mir zu warm, mit T-Shirt ist es mir zu kalt. Je nachdem, wie die Sonne steht. So. So. Das ist eine meiner ältesten Zagen. Absperrgitter drauf, Honigraum drauf. So, habe ich jetzt einen Honigraum wieder mit Abstandsleisten. Ne, passt. Passt, oben das schön hinrutschen wieder, dass die schön drin stehen. So. Nämlich immer wichtig. So, jetzt klopft man die paar Bienen noch da rein. So. Gut. Passt. Sind wir eigentlich schon gleich wieder durch mit dem Volk, ja? Gar nicht so viel Arbeit, wie ich gedacht habe. Ich hätte jetzt mit mehr Chaos gerechnet, aber die Ladies haben das gut gemacht. Jetzt muss ich natürlich das hier noch aufräumen, dann in Sicherheit bringen. Folie fehlt. Folie fehlt. Ah, okay, hier ist die Folie. Steht natürlich alles drauf. Ah. So, jetzt kommt es runter. Fliegt in die Heimat. Das kriegt eins oben rein zum Ausräumen. Was das schon extreme Futterrämchen sind. Also das ist wirklich schon krass. So, komm.
Die räume ich noch gar nicht groß weg, weil vielleicht brauche ich sie jetzt dann gleich. Weil für euch ist dann das Video zu Ende, aber es kommt ja das nächste dann. Also ihr verpasst auf jeden Fall nichts. Wenn es da dran bleibt, weil ich dann vielleicht einen Ableger mache jetzt. Wenn ich schon so ein paar Rämchen über habe jetzt, dann brauche ich gar nicht groß rumlagern. So, schön. Dann kommt der Deckel drauf. Boah, ist die schwer. Alle Bienen draußen. Fertig. Fertig. So, jetzt räumen wir da mal ab. Dann schauen wir noch einen kleinen Blick da rein. Ja. Weil der Vogel ist gerade nicht da. Also ich denke es zumindest. Der war jetzt die ganze Zeit nicht da. Der kommt anscheinend nur abends. Kommen die Steine da drauf. Und der andere Stein kommt dann runter. Ich hole euch mal. So. Jetzt. Einmalige Einblicke. Ich drehe sie mal. Ich wollte die vorbereiten für die Bienen und habe das hier entdeckt. Es sind zwei Nester da. Eins ist hier und eins ist hier. Da sieht man jetzt schön rein. Ich will es aber nicht aufgraben oder so. Ich lasse es so, wie es der Vogel jetzt gemacht hat. Voll cool, oder? Und ich sehe gleich nochmal was. Ja, scheiß Verleimung, ne? Quillt auf. Aber egal. Ja, und deswegen bleibt sie jetzt hier stehen. Sonst hätte ich sie weggemacht auf einen anderen Ort. Weil ich habe sie schon vorbereitet, dass man dann hier wieder Ladies reinmachen kann. Zumindest, dass ihr mal seht, dass ich euch einen Weg zeige, wie es da funktioniert, in der, wie es langfristig funktionieren kann. Ja. Dann, es wackelt. Dann sage ich tschüss. Ich mache jetzt weiter da oben. Gehe jetzt ein Volk nach dem anderen durch. Es freut mich, dass denen eigentlich so gut geht. Für das, dass ich da wirklich gar nichts dran mache, außer Schwarmverhinderung und Varroa-Behandlung. Jo, dann. Tschüss.